Bam! Boah. Ist ja fast wie bei Alarm für Cobra 11 hier. Ja, die Explosion fehlt. Ja, das stimmt. Wow! Ah! Hier, du hast das Easter Egg noch gar nicht gesehen. Soll ich dich mal darauf hinweisen? Dass du da reinfahren kannst? Ja. Fahr mal da rein. Guck mal, was da steht. Spielautomat. Ja, genau. Fahr mal dagegen. Auf geht's! Was Space Invaders! Los, Attacke! Wie geil! Das sieht jetzt leider keiner. Wir sind hier voll am Abfeiern. Oh. Ja, das ist das Easter Egg von dem Spiel. Ist cool, ne? Das ist cool, ja. Wie viel hast du schon? 300 Punkte. Cool. Ja, zock mal ein bisschen, dann erzähl ich ein bisschen was. Ja, erzähl dir mal was. Ja, ein Spiel im Spiel. Also ein Easter Egg. Spielception. So was habe ich eigentlich noch nicht gesehen, so, dass du im Spiel... Guck mal, die schießen sogar auf dich. Das ist ja cool. dass du im Spiel... Ein anderes Spiel spielen kannst. Ein anderes Spiel spielen kannst. Das ging bei Prey, ging das. Ja, da konntest du an so einem Automat irgendwie... zocken. Ja, da konntest du Poker zocken. Videopoker. Genau. Aber hier so Space Invaders... Hat natürlich Stil. Und dann noch, das ganze Spiel ist gestoppt. Also ich kann jetzt nichts machen. Weil, aber ich kann Space Invaders zocken. Weil der Fred hier am Zocken ist. Das ist geil, ne? Das ist cool, ja. Gefällt mir. Ja, komm, wenn du mal in die höheren Level kommst, dann wird es auch anspruchsvoller. Jetzt haben wir keine Musik mehr. Schade. Müssen wir ein bisschen Musik einspielen, so. Ne, ist ja Tetris. Ja und? Merkt ja keiner. Gibt's von Space Invaders keine Musik? Oh, es geht wieder los, alles klar. Wir sind ja jetzt hier in der Spielhalle. In der Spielhölle. Das ist auch die einzige Strecke, wo du quasi raus kannst. Also das ist wirklich dann ein Easter Egg. Ach, und da bei mir ein Bild unten, aber an der Seite von dem Automat kann man auch diese Biene sehen. Nach dessen Tönen die Autos klingen, wie du schon festgestellt ja. hast. De, 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 de. La 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 la. Gut, dann esse ich ein Stück Schokolade. Toll. Ich will auch Schokolade. Nur die Gewinner kriegen Schokolade. Ja, ich bin ja hier am Gewinnen. Ja, hier Gewinner Schokolade. Das ist vor allen Dingen meine Schokolade, die du gerade futterst. Das ist doch gut. Wieso? Stand da dein Name drauf? Ja. Ach so. Ja. Hast nicht gesehen. Hast extra die Augen zugemacht, damit nom, ich nom, 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 nom. Du Sack. Wow! Fast 5000 Punkte. Ich werde ab sofort immer jetzt Big Scale Racing spielen, nur damit ich Space Invaders zocken kann. Ja, du hast ja nicht. Sonst bräuchst du einen Emulator oder so. Weißt du, was ich gern hätte? Ja? So eine alte Jukebox. So eine echte noch. Die ist mit geil. Platten drin und allem. Ja, ja, meinetwegen auch mit CDs, aber. Ja, das die ist Dinger sind so teuer, das gibt's gar nicht. Ja. Da könntest du dann auch so Musik hören. Ja, den ganzen Tag. Wäre cool. Müssten die Freunde, die herkommen, immer dafür bezahlen, dass sie Musik hören. Ja, damit es sich wieder lohnt. Genau. Ne? Wie du deine Schulden dafür zahlen kannst von dem Teil. Oh, 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 oh. Jetzt wird's gefährlich. Wow! Die Viecher werden intelligenter. Ja, die schießen wirklich auch dann öfter auf dich. Level 11 bist du schon. Ich glaube, das wird eine ganze Aufnahme ja, ich Space Invaders. Ganze. Oh! Oh, oh. Gerade wo ich es gesagt habe. Okay, Game Over. Wie komme ich da wieder raus? Ah! Okay, jetzt hast du das Easter Egg entdeckt. Gut, jetzt haben wir quasi alles gesehen. Alles gesehen, alles gezeigt. Wir sind nicht mit jedem Auto gefahren. Wir können den Skin Editor nochmal zeigen. Ah, gibt's einen Skin Editor? Ja, pass auf. Wir gehen ins Menü. Genau, wir gehen jetzt raus. Skin Editor. Genau, jetzt such dir mal eine Karte aus, die du hier machen willst.
Das ist der, wo wir gerade haben, der Expert Pop. Genau, den will ich haben. Ja. Edit Skin. Wenn du zurücksetzen drückst, dann hast du quasi so ein ganz weißes Auto, wo du direkt neu anfangen kannst. Wollen wir das machen? Und altes Design, das ist das, was du gerade hast, dieses pink. Nö, machen wir hier so, wenn schon, denn schon. Der Skin Editor. Ja. Brauchen wir dafür die Maus? Ich glaube ja. Ah ja, guck, oha, jetzt kannst guck du jetzt, das ist deine Karre, da sind deine Models. Ist ganz easy, also ist selbsterklärend. Ich gehe hier so drauf. Das war jetzt nicht das, was ich wollte. Ja, du kannst aber immer noch farbenmäßig da. Was willst du machen? Ich versuche gerade dahinter zu kommen, wie ich da. Warte mal, das kriege ich doch hin hier. Das kann doch nicht so schwer sein. Hier so. Oh. Ja, wie hatte ich gerade gesagt, das ist einfach und selbst erklären. Ja, guck, ich kann jetzt hier, kann ich so Punkte malen. Nein, er muss ganz langsam machen. Ist ja ätzend. Aber jetzt habe ich die Windschutzscheibe voll gemalt. Ja, eigentlich brauchst du das Malding gar nicht. Mach mal alles tot. Jetzt musst du, geh mal hier oben, hier so, da. Ne, ganz da, genau. Jetzt gehst du hier mal auf 6. Guck, und jetzt kannst du hier so verschiedene Dinge auswählen. Oh, dein Auto ist 50 Euro wert. Ein Gulden! Nee. Ein Gulden! 10 Gulden! Ja, das Spiel ist aus Holland, hatte ich ja schon mal gesagt. So. Hier, Kriegelkrackel. Ja, dann guck, da hast du 6 Stück unten, wo du auswählen kannst. Gibt's sogar schon einen Euro. Ja, guck an, 2000 kam das Spiel raus. 2002. Oh, da gab's schon Euro. Da war gerade Euro. Ja, ja. Guck an, das sind sogar die niederländischen Euros. Ja, jetzt kannst du unten da bei 1, 2, 3, 4, 5, 6 kannst du auswählen, was du für ein Ding haben willst. Was ist das denn? Oder du kannst es ganz anmalen. Wenn du, glaube ich, unten auf diesen Farbschütteimer gehst, da in der Mitte, genau, dann kannst du es einfach anschütten. What? Genau, jetzt ist es super toll. Du hast eine 01 auf der Seite, müsstest du eigentlich dein Auto orange machen. Wo ist orange? Ja, ich glaube, noch ein bisschen heller müsste es sein. Was heller? Ja, das sieht doch schon ganz gut aus. Ja, doch, das kann man so lassen. Der General Lee, da brauchst du jetzt nur noch einen Streifen in der Mitte. Dann kannst du einen Streifen machen. Da, so, da, genau. Guck, und dann hast du oben so Streifenmodels. Die sind jetzt halt grün. Du musst halt noch die Farbe ändern. Wie waren die? Ich glaube, die waren schwarz. Die waren schwarz, gell? Musst du wieder unten auf den Farbschütteimer klicken. Ah. Krass. Hat er jetzt keine Fenster oder so? Ja, kommt noch. Jetzt gehen wir aufs nächste da oben. Da. Genau. Guck, da kannst du jetzt nur Fenster oder alle Details? Nee, alles hier so. Ja. Cool. So, jetzt Exit. Nee, jetzt kannst du noch weitermachen da. Geh mal weiter, da, jetzt da, da, so, da. Ja, da kann das ich draufpinseln. Nee, da kannst du jetzt hier Logos drauf machen, wenn du Bock hast. Ach jo. Guck, da hast du 6 Seiten Logos, was hier. Und da kannst du noch runtergehen. Guck, da geht's auch noch runter. Da an der Seite ist noch ein Pfeil, wo es runtergeht. Ich will so einen Totenkopf. Ja, musst du hier, kannst du noch drehen. Wie dreh ich den? Rechtsklick? Nee. Warte mal. Wie kann man denn drehen? Ach, da oben, guck. Da oben, in dem Fenster. Bam. Guck's dir an. Geil. Ist cool, gell? Ja. Und jetzt kannst du noch weiter aussuchen, was es da ist. Nee, das reicht. Oh, da ist diese Biene. Flammen. Yeah. Warte mal. Nee, das ist falsch. Nee, Moment. Du musst spiegeln. Genau. Weil es ist Grafik auf dem Kopf. Nee, ich hab da früher ziemlich oft mit rumgefummelt mit dem Ding da. So. Perfekt, so will ich es lassen. Und jetzt Exit. Drückst du auf Exit? Wow. Neues Team. Ja. Team Fred. Das ist das Team Fred. Hey, es gibt keine Sonderzeichen, verdammt. Ach, Fred und Heinz willst du es nennen? Ich will ihm aber auch noch eins machen. Das ist jetzt Team Fred. Achso, dann machen wir Team Fred. Team Fred. So. Gut, jetzt bin ich dran.